Was macht ihr beiden denn hier? Du kennst uns. Immer hinter dir her. Der alte Herodotos konnte nicht erwarten, dich zu sehen. Ich sagte es, Barnabas. Auf Thera gibt es ein Geheimnis, das sich jedem Verständnis entzieht. Aber eine verlorene Welt? Es ist absolut denkbar. Atlantis könnte existieren. Es klingt wie Hokuspokus, aber er lässt nicht ab. Herodotos hat recht. Atlantis existiert. Unglaublich! Ist das wahr? Ich kann es nicht glauben. Erzähl mir alles. Eines Tages vielleicht. Es ist zu kompliziert und zu lang. Es liegt nicht an mir, oder? Ich habe mich doch als fähig erwiesen. Ich bin erschöpft, Barnabas. Ignoriere ihn. Wenn du bereit bist, bin ich ganz Ohr. Ich will jedes kleine Detail hören. Ist schon gut. Doch nichts davon darf je über eure Lippen kommen. Das bleibt unter uns. Du hast mein Wort. Aber die Welt muss es wissen. Es wäre die fantastischste Geschichte unserer Zeit. Herodotos. Oh, na gut. Das wäre geklärt. Ziehen wir weiter. Wie immer. Wir haben viel gelernt, meinst du nicht, Klugscheißer? Sprich für dich selbst. Ich suche nach der Wahrheit. Nicht alle Mythen sind präzise Überlieferungen. Sie kommen von den Göttern selbst. Und die sind die verlässlichste Quelle, die wir haben. Soweit wir wissen, ist alles möglich. Du musst es wissen, als der adlertragende Halbgott, der du bist. Vielleicht ist auch er unsterblich. Ha, sicher doch. Aber eins weiß ich mit Sicherheit. Diese Odyssee werde ich nie vergessen. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont.